Er füllt die Hallen nach wie vor, obwohl er sich rar gemacht hat in den letzten Jahren. Nun ist er mit seiner Gruppe Jethro Tull unterwegs in Deutschland. Auf der Bühne ist er eine Mischung aus Hexenmeister und dreistem Gnom. Aber es gibt da auch noch den ganz anderen Ian Anderson. Theo Koll hat ihn in London getroffen. Und das war's dann. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, wo immer Sie uns zugeschaut haben. Selbst als junge Männer seien sie alternde Hippies gewesen, meinen Ketzer. Und heute hätten sie endlich ihr Imagealter eingeholt. Wer zu Jethro Tull gehöre, habe einen Bart oder eine hohe Stirn oder eine lichte Stelle am Hinterkopf. Ian Anderson hat alle drei und ist der Chef dieser seit über 25 Jahren erfolgreichen Band. Ich glaube, wir haben mehr gemein mit den jetzigen Rockgruppen als mit unseren Zeitgenossen. Das ist vielleicht die Erklärung, warum wir auch junge Leute noch anziehen. Die Freunde meiner Kinder interessieren sich nicht für Phil Collins oder Mike and the Mechanics, eher Nirvana und Pearl Jam, aber eben auch Led Zeppelin und Jethro Tull. Ian Anderson sagt von sich selbst, er hätte gerne im Mittelalter gelebt. Den Namen Jethro Tull entlieh er aus dem 17. Jahrhundert vom Erfinder einer Sämaschine. Der Mann, der der Rockmusik die Flötentöne nahegebracht hat, aber lebt im Jetzt. Sein Vermögen aus über 40 Millionen verkauften Platten hat er in einer 9000 Fußballfelder großen Lachsfarm in Schottland angelegt. 25 Millionen Mark Jahresgewinn machen es dem Öko-Industriellen etwas leichter, Benefizkonzerte für finanzschwache Umweltorganisationen zu geben. Er sagt uns, er würde wohl auch für Greenpeace spielen, obwohl die ihn und seine Lachsindustrie heftig kritisiert hatten. Greenpeace muss umstrittene Dinge tun. Sie sind dazu da, radikal zu sein. Obwohl ich glaube, dass sie manchmal zu weit gehen, habe ich sie lieber so als einen Haufen Schmusekatzen. Er frage sich manchmal, so der End-40er, was er auf der Bühne noch zu suchen habe. Nach über 25-jährigem Erfolg ist seine eigene Antwort so kokett wie ehrlich. Ich versuche noch immer ein richtig gutes Konzert zu geben. Wenn ich das aber jemals schaffe, dann lohnt das Leben nicht mehr. Oh,